Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freundinnen und Freunde. Mein Name ist Gary. Herzlich willkommen zurück zu Vampire. Und, was ich gleich zu Anfang sagen möchte, Hund im Hintergrund. Wir haben ja jetzt, glaube ich, die Bürgermission hier haben wir alle fertig. Die ganzen Bürger erholen sich hier gerade. Was ich jetzt vorhabe, ich werde wohl nach Whitechapel hingehen und ein paar von diesen Leuten hier helfen, denn in Whitechapel haben wir, glaube ich, noch, okay, die haben wir alle fertig. Ah, hier, da haben wir noch zwei. Und zwar finde das Paket von Barrett Lewis. Das heißt, das verfolgen wir mal. Plunder und mehr. So, und ich bin gerade ein bisschen erstaunt. Ich nehme gerade mit Grafikkarte auf. Und ich bin doch... Wow. Kurzer Frame-Einbruch. Ich bin aber gerade sehr erstaunt, dass das doch recht flüssig läuft. Auch die Aufnahme. Keine Frame-Einbrüche im Moment. Aber naja, die können vielleicht noch kommen. Die ganze Welt muss ja auch noch aufbauen. Ich habe das Spiel gerade erst gestartet. Und wollen wir noch mal sehen, was uns hier erwartet. Wir müssen jetzt 116 Meter nach dahin. Ist auch eine gute Ortsangabe. Ja, wir müssen 150 Meter nach dahin. Wupp. Okay, der ist auch schon längst tot. Nee, Quatsch, wir müssen 200 Meter dahin. Oh, ich liebe das Spiel eigentlich. Das ist voll cool. Weil dieses immer... Entweder dieses... dahin zerwuschen. Weißt du, so zerwusch, zerwusch. Ne? Ach, können wir da auch hin? Ja, aber hier ist verschlossen, alles klar. It's locked, all right. Okay. Wupp. Ja, anscheinend hat es ein Update für OBS gegeben und die sind jetzt ein bisschen stabiler. Ach, das ist die Dame. Ah, okay. Gute Frau, wie geht es Ihnen? Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Reed? Nein. Neuigkeiten zu... Ah, alles klar. Weil wir die... Oh. Okay, ich sehe gerade, die FPS-Zahl geht doch wieder in den Keller. Liebe Freunde, ich gehe nochmal kurz. Ich beende die Aufnahme nochmal kurz und dann bin ich gleich wieder da. Bis gleich. Okay, liebe Freunde, da bin ich wieder. So, jetzt läuft das wieder über CPU. Ich glaube, die Grafikkarte, die ist in diesen Gesprächsoptionen etwas zu stark beansprucht. Wahrscheinlich, weil wegen, keine Ahnung was. Egal. So, und wir haben ja in der letzten Folge, oder, nee, nicht in der letzten Folge, aber ein paar Folgen vorher haben wir ja erfolgreich Schwester Dorothy dazu gebracht, eine Apotheke zu führen. Und wir fragen sie mal aus. Mal gucken. What do you know about Nurse Crane and her dispensary? That woman is a saint. She's living proof that a strong will is sometimes all you need to make a difference. Oh, das ist doch schön. Und wie hier noch was? Nein, dafür brauchen wir noch ein paar Hinweise. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Oh, schön. Ja, wir haben jetzt nämlich Schwester Crane haben wir, oder Schwester Dorothy haben wir jetzt nämlich erfolgreich dazu gebracht, eine eigene Apotheke aufzumachen oder eine kleine eigene Arztpraxis, wo wir natürlich sagen, hey, wir unterstützen dich und dafür bleibst du aber aus dem anderen Krankenhaus, bleibst du weg. Ah, das ist so toll. Good evening, Doctor.
Can I help you? Neuigkeiten zu Schwester Dorothys Apotheke. Have you any news of Nurse Crane and her dispensary? I'll never know what goes on in that place. But as long as people are getting better, I'll stop investigating her. Oh, das ist doch schön. So, Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Yes, farewell, my friend. Oh, da gibt's so ein schönes Lied von, wie heißt die Band noch? Killswitch Engage. Versprochen, ich bin günstig und sauber. Ah, okay. Ich mag den nicht. Vesperien 5, wir haben glaube ich erst nur 2. Schade. Nein, ich würde ihn nicht aussaugen wollen, aber, ne? Wir fragen die mal aus. Come on. Is he buying something, sir? You never lose your focus, do you? wir können ihn. Oh, wir können die mal alle fragen zu Schwester Dorothy. Do you have any news of Nurse Crane and her dispensary? I guess what she does for people makes it all right in the end. Okay. Goodbye for now, Mr. Lewis. Die haben immer sehr kurze Antworten, aber das schätze ich. Das schätze ich sehr. Wo ist der andere? Harry ist da oben. Wo ist denn der andere? Wo ist denn der Vater? Sind die beiden jetzt drin oder was? Nee, das ist nur Harry. Wo ist denn der andere? Da ist Christina. Wo ist eigentlich die taube Dame? Quatsch, die stumme. Stumme Frau. I'm cheap and I'm clean. What? Konnten wir da gerade hochspringen? So, da können wir wahrscheinlich hin. Mr. Darby. Da können wir nicht rein. Komischerweise. Schade eigentlich. Wo ist die Dame mit den... Ah, hier. Die ist hier. Porten können wir uns nicht. Camellia. Ach, das ist sie. Was macht sie da? Ach, sie sammelt Blumen. Ach, wie schön. Hello again, miss. Sie ist wieder stumm. schenkt mir ein Lächeln, Kumpanin. Okay. Hello, Camellia. How are you, partner? Come on, girl. Smile. Don't you know Dorothy and I have an agreement? We're on the same side. No? All right then, as you wish. Very well. Goodbye then. Wir haben es wenigstens versucht. Ach, schön. Ich frage mich, ob man mit den beiden auch irgendwie so ein kleines Event triggern kann, aber naja, gut. Good evening, Mr. Nethercott. And good evening to you too, my good sir. Can I be of any help? Wie sieht's eigentlich bei Ihnen aus? Was haben Sie für Neuigkeiten? Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? I don't know much about the woman. Och, das ist aber schade. Okay, er ist gesund. Und wir haben auch erstmal nichts. I'll leave you alone, sir. Nichts Neues, aber egal. Ach, schade. Schade, schade, dass man... Wow, nein, ey. Dass man mit den beiden da irgendwie nichts triggern kann und dass die... Dass sie immer noch irgendwie sagt, nee. Sei emotionslos zu Fremden. Das finde ich ein bisschen schade. Whitechapel Old Road, okay. Okay, da müsste ich eigentlich hin, aber... What? Wo siehst du da was? Okay. Komische Leute. Okay,
Wir suchen jetzt erstmal von... Upsala. Mr. Lewis, das Paket. So, wo müssen wir denn hin? Karte oder Kompass? Zeigt uns ja wohin. Get it right. Okay, wir müssen nach oben. Oh. Ah, na toll. Ein flambunöser Flammenwerfer. So. Und da wirst du sterben. Wow. Wow, okay. Wow. Erledigt. Okay. Ich habe eine Weile lang nicht mehr gespielt. Ich muss erst mal wieder in das Kampfsystem reinkommen. Okay. Ah, so geht heilen. Alles klar. Das andere ist natürlich die Verteidigung. Oder diese Stachelbarriere. Oh, große Bestie. Hey, Buddy. Oh Gott. Alles klar. Njam, 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 njam. Wieder blutig Blut. Njam. Njam, 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 njam. Blutig Blut, Blut. Die Stufe 10. Und tot. Hui, okay. Das war auch sehr knapp. Okay, schillige Zigarettenetui. Wow. Wow, hier hat einer richtig rumgewütet. Geld? 5 Schilling. Das war damals, würde ich euch sagen, ja, 5 Schilling, das ist ja nix. Das war damals ein Heidengeld. Das war richtig was wert. Abgenutztes Beil. Oh, geil. Cool. Bleiplatte. Bisschen Zeugs. Oh, ich finde die Musik auch richtig gut. Doch schon noch ein. Gut. Ach, und hier ist, glaube ich. This could be the box Lewis thought he lost. There's a letter inside. Ah. Okay, nein, falsche Tasse. Eine... die ganzen Attacken, alles klar. Eine Box, wo ist die? Wo ist die Box? Die Pillendose, Armband, Parfüm. Ah, hier. Bericht über Pembroke. Ah, hier. Okay, kann ich immer noch auf Pause schalten? Sekunde. Alles klar, okay. Liebe Freunde, ich schalte mal kurz auf Pause und dann bin ich gleich wieder da. Ich will das eben durchlesen. Bis gleich. Alles klar, liebe Freunde, da bin ich wieder. Wer lesen möchte, kann das gerne machen.
Ich habe das fertig durchgelesen und oh mein Gott. A love letter from Joe Peterson's wife addressed to Barrett Lewis. Who should I give it to, I wonder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Entscheidungen, Entscheidungen. Wen sollen wir diesen Brief geben? Oh nein, oh nein. Na toll. Jetzt müssen wir natürlich der Arsch sein, dem... Eieiei. Ei, ei. Eins, zwei, drei. Ja. Super. An der Stufe 12. Okay, den kann ich anvisieren und den da hinten auch. Schade, den habe ich gar nicht erwischt. Doof. Ach. Wollen wir die kalt machen? Okay, ich meine, der hat ein bisschen Schaden abbekommen. Genau. Wir haben ja noch eine Axt. Hoppla. Dicke Keule. Abgenutztes Beil. 65 Schaden. Moment. Zweite Hand. Haupthand. Okay, da haben wir gewöhnliche Knüppel. Da haben wir die Axt, die es natürlich ein bisschen schlechter hat, aber glaube ich... Oder verbraucht aber etwas mehr Ausdauer. Okay. Ja, komm, let's go. Oh, der ist schon hinüber. Wow. Ist eine Leiche? Zigarrenetui, schön. Oh, da können wir durchlaufen, alles klar. So, und da um die Ecke ist ja noch so eine Bestie. Komm, die nehmen wir auch nochmal auseinander. Das können wir nicht, alles klar. Die ist dahinter. Komm, wir nehmen mal den dicken Knüppel. So, da ist das Vieh. Gut. Moin! Das war knapp. Nee. So, bisschen Zeugs. Im Heili Heili. So, einmal durchbrechen. Okay, hier waren noch die Typen. Ist hier noch was von Interesse? Hm.
Alles klar, da können wir nicht durch, auch nicht drüber hüpfen. Bleiplatte, her damit. Gut, dann ist hier noch was von Interesse? Nö, ich glaube nicht. Gut. Dann würde ich doch sagen, helfen wir den Leuten doch mal. Barrett oder... Barrett oder John? Joe. Ich würde sagen, wir geben Barrett das wieder. Weil Joe, der würde ihm wahrscheinlich die Seele aus dem Leib prügeln. Quiek. Und es sieht so danach aus, als ob der Knirps sein Sohn wäre. Ich meine, die Ähnlichkeiten sind da, ne? Er sieht ja ganz anders aus. Ja, alles gut. Ja, das mache ich. Nein, dieses Paket könnte Ihnen gehören. I found this box in an abandoned building nearby. I believe it belongs to you. Let's have a look. Yeah, this is mine. So, you faced those loons that roam around there. Extraordinary. I suppose I was lucky. Luck is a commodity round here. Yours should be properly rewarded. About this package, it's not just tools and trinkets, is it? I don't want to be rude or anything after your kind gesture, but it's none of your business. Ja. Es ist vielleicht nicht unser Geschäft, aber... Oder hat... Aber sie hatten eine Affäre. Barrett, you had an affair with Joe's wife, didn't you? Yeah, I did. She's the only woman I loved. My first regret is that she stayed with Joe after Harry was born. The second is I never shed a tear when she died. Ey, ist Harry ihr Sohn? Ihr mit Joe darüber gesprochen? Did you ever try talking to Joe? Never. But I suspected he knew everything, even without knowing it. And he decided to make me pay in his own way. Ey. Die Ähnlichkeiten sind da, die sind verblüffend. Do you mean you're Harry's father? No one will ever know for sure. And it's better that way. And I don't believe I'd have been all that bad as a dad. Nee, das auf keinen Fall. Goodbye for now, Mr. Lewis. Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. Untersuchung erfolgreich. Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. Don't be afraid. Ah, die Ähnlichkeiten sind schon sehr groß. Tja, und das war's dann mit dieser Folge. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, gebt mir ein Däumchen nach oben. Ansonsten ja mal nicht, ist ja wie immer euch überlassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und da widmen wir uns den lieben Priester. The walls of your home will not protect you, for there is no protection against malevolence and trickery. Und damit bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Gary. Tschüss.